Bodykiss, da mein Zellulite-Video über die Bekämpfung und die Ursachen, das ich euch nochmal hier oben verlinke für die, die es noch nicht gesehen haben, so gut angekommen ist, habe ich gedacht, ich mache jetzt auch mal, wie ihr das auch gewünscht habt, dieses bekannte Kaffeepeeling. Und das Kaffeepeeling ist super einfach selbst herzustellen und ihr werdet damit super schnell Erfolge sehen, auch wenn das natürlich nicht die Hauptursache bekämpft. Ihr müsst also viel mehr zusammen mit Ernährung und Sport eure ganze Lebensweise ein bisschen umstellen, um die Zellulite gut wegzubekommen. Aber dieses Kaffeepeeling, was ich euch jetzt zeige, unterstützt es noch ganz gut und ihr werdet sehr schnell Erfolge damit sehen, wenn es zum Beispiel darum geht, ihr geht in 2 Wochen in den Urlaub oder ihr wollt ans Meer und es soll alles super top aussehen an den Oberschenkeln und am Po. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal die Zutaten. Wir werden nur 2 Zutaten brauchen und das ist Kaffee, gemahlener Kaffee. Ich habe hier sogar diesen frischen Kaffee genutzt. Ihr könnt aber auch, was super gut ist, besonders für die Kaffeetrinker unter euch, schon genutzten Kaffeesatz benutzen. Einfach aufheben, wenn ihr am Morgen Kaffee getrunken habt und dann am Nachmittag oder Abend, wenn ihr nach Hause kommt, den Kaffeesatz benutzen. Und natürlich natives Olivenöl. Das Verhältnis von den beiden ist 3 zu 1. Also 3 Esslöffel davon habe ich jetzt und 1 Esslöffel davon. Ihr könnt natürlich auch viel mehr machen, wenn ihr größere Stellen einreiben wollt. Und wir werden das jetzt alles zusammen mischen zu einer richtig schönen kleinen Paste. Und wenn euch das einfach noch zu trocken ist oder ihr die Paste gerne noch ein bisschen matschiger hättet, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit noch nachgeben. Ich werde hier wohl noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben, weil die Hälfte von meinem Olivenöl noch in der Schale hier hängt. Ich habe jetzt noch einen ganzen Esslöffel reingemacht, weil ich ja hier jetzt wirklich frischen Kaffee genutzt habe und der Kaffee natürlich noch ganz trocken ist. Wenn ihr Kaffeesatz benutzt, der ja von sich aus schon feucht ist, wird das Verhältnis 3 zu 1 stimmen, während bei so trockenem Kaffee lieber zu empfehlen ist 2 zu 3. Der Unterschied ist eben bei trockenem Kaffee, dass ihr noch mehr Koffein drin habt, was die Masse noch ein Stückel effektiver macht. Und beim Kaffeesatz ist halt schon ein gutes Stück Koffein aus der Masse entzogen worden. Das ist jetzt unsere fertige Masse. Das ist, fühlt sich ein bisschen an wie einfach nasser Sand. Und wir nehmen das jetzt. Und das wird jetzt auf die Stelle gerieben, wo ihr halt die Zellulite habt. Ich nehme jetzt einfach mal zum Zeigen meinen Oberschenkel. Und dann wird das darauf verteilt. Und so einmassiert ist natürlich ein bisschen so eine schmutzige Angelegenheit. Aber das tut man nicht alles für die Schönheit. Und dann solltet ihr das richtig gut einmassieren. Weil durch das Massieren wird auch die Durchblutung richtig gut gefördert. Es hat natürlich auch ein bisschen so einen Peeling-Effekt durch dieses Sandige. Und wenn ihr das jetzt nicht extra irgendwo draußen machen wollt oder die Zeit dazu findet, könnt ihr auch einfach statt Olivenöl mit dem Kaffeesatz und dem Kaffee eure ganz normale Duschlotion nehmen und den Kaffee darunter mischen. In der Dusche dann kurz aus der Dusche raus, weg vom Wasserstrahl, das einmassieren, kurz einwirken lassen und jetzt kommt gleich der allerwichtigste Teil. Ganz wichtig, worauf ihr wirklich achten sollt, wenn ihr das gut einmassiert habt, so gut 1 Minute und alles gut an der Zellulite-Stelle verteilt habt, mit kaltem Wasser, wirklich kaltes Wasser, ich weiß, kurz Zähne zusammenbeißen, sollte das Ganze abgespült werden. Wenn ihr die gesamte Peelingmasse gut abgewaschen habt, verbleibt natürlich ein bisschen so ein kleiner Schimmer durch das Olivenöl, was ja auch eine schöne Sache ist, weil das Olivenöl ja immer gut für die Haut ist. Aber man spürt eigentlich sofort, dass die Seite oder beide Seiten, solltet ihr natürlich gemacht haben, gleich etwas straffer wirken von der Haut. Natürlich durch das Entwässern, durch das Koffein und auch der Peeling-Effekt schrubbt alte und unnütze Hautpartikeln ab. Und das war auch schon das Rezept zur Do-It-Yourself Koffein-Peeling-Maske gegen Zellulite. Wie ihr seht, es geht super einfach. Man kann es immer dazwischen schieben bei seinem wöchentlichen Schönheitsritual. Ich würde euch empfehlen, das nicht mehr als 2 bis 3 Mal die Woche zu machen. Aber wenn ihr schnell Erfolge sehen solltet, solltet ihr es schon 2 Mal die Woche abends oder nachmittags, wann ihr Zeit habt, einplanen. Ihr werdet sehen, es gibt wirklich super Erfolge. Besonders nach außen hin wird die Haut gestrafft. Sie wirkt einfach voller und ihr dürft nicht vergessen, dass die Kosmetikindustrie sehr viel Koffein benutzt in diesen ganzen Zellulite-Cremes.
aber natürlich in einem viel geringeren Maß, wie ihr jetzt mit diesem Peeling benutzen werdet, weil das Peeling natürlich rein aus Kaffee besteht und viel bessere Erfolge erzielen werdet und es kostet ein Hundertstel davon, was ihr durch die ganzen Zellulite-Cremes ausgeben würdet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es nachgemacht habt und wie die Erfolge für euch waren. Würde mich freuen. Bis bald. Tschüss.